everything changes. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spin Tires. Ich versuche gerade die Verdeckung zu erreichen. Bin da schon voll im Gelände. Wenn wir auf der Karte schauen, habe ich da schon versucht, da irgendwie hinzukommen. Habe mich da schon festgefahren und muss jetzt da irgendwie hinkommen. Das ist das Ziel. Und wir fahren da mal weiter. Mal den richtigen Gang einlegen hier. Oh. Und ich komme schon nicht weiter. Scheiß Dreck. So, versuchen wir nochmal zurückzusetzen. Uiuiuiuiui. So, okay, nochmal vorwärts. Wir haben da unseren Tankwagen, damit uns der Diesel nicht ausgeht. Dachte, nehme ich doch meinen eigenen Tankwagen. Haben wir genug Diesel dabei? Oh. Eine kleine Holzbrücke. Oh, habt ihr gesehen? Sie hat nachgegeben. So, und irgendwo links oder so sollte da die Verdeckung sein. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Wir kämpfen uns einfach durchs Unterholz. Da steht ein Haus. Versuchen da über die Baumstämme rüber zu... Ah, wir fahren geradeaus lang. Ich finde den Scheiß eh nicht. So, wo ist denn da die blöde Verdeckung? Muss doch mal da irgendwo mal erreichen. Meine Güte. Das haben sie aber schön gemacht hier. Wie soll man denn da hinkommen? Boah, jetzt bin ich da mitten im Wald. Wo ist denn das Zeug? Ich sehe es nicht. Boah, ich bin viel zu weit gefahren schon. Scheiße. Okay, wir versuchen hier zu wenden. Wahrscheinlich ist unser Lastwagen kaputt, bevor wir irgendwas erreicht haben. Okay, dann erkundigen wir hier noch das Gebiet. Wir müssen irgendwie ein Stück zurück, glaube ich. Oh, da hinten ist sie. Habt ihr gesehen? Wir versuchen hier durchs Unterholz. Ich glaube, wir schaffen es jetzt. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Jawohl. Ich glaube, jetzt wird's was. Genau, die Bäume fahren wir einfach um. Wer braucht schon Bäume hier? Wer braucht schon eine Kettensäge, wenn er so ein Laster hat? Oh Gott. Ich fahre ja, suche ja näher ranzufahren. Ich soll näher ranfahren, sagt es. Und komm schon. Oh. Jetzt schaffe ich es auf den letzten Meter nicht. Wieso denn nicht? Was liegt denn da? Der kleine Baum da, oder was? Jetzt habe ich noch gesagt, wir können damit Bäume fällen und dann fährt das Teil da nicht drüber. So, jetzt aber. Ja, komm schon, ja. Reicht es? Jawohl. Dann schauen wir mal auf der Karte. Jetzt haben wir ein riesen Gebiet da freigemacht. Wow.
Okay, als nächstes versuchen wir da irgendwie hinzukommen. Jetzt würde ich schon sagen, lassen wir uns zurückrollen. Geht denn nicht? Eieiei. So, Perspektive vom Dach aus, da sehen wir die Bäume vor uns wegfliegen. Vielleicht finden wir noch irgendein Fahrzeug. Weiß nicht, ob es denn angezeigt. Eigentlich sollte es ja angezeigt werden. Also da ist kein Fahrzeug. Wir fahren da eigentlich mitten ins Unterholz. Kommen wir da raus? Sind wir da wieder bei dem blöden See? Oh, ich glaube, ich komme da schon durch. Wow! Komm, lenk rum. Ja, das nenne ich mal Geländefahren. Offroad. Versuchen wir darum. Da ist irgendwie sowas wie ein Weg. Boah, da liegen Haufen Steine im Weg. Müssen jetzt erstmal drüber kämpfen. Boah. Ich versuche noch die Kameraperspektive zu ändern. Und es besser sieht, wo ich da lang. Fräse. So, und irgendwo muss doch da die Straße schon. Das ist doch die Straße, genau. Kommen wir bis auf die Straße. Ich weiß es nicht. Wir schaffen es, wir schaffen es, wir schaffen es. Oder auch nicht. So, die Verdeckungen sind recht versteckt. Falls die, was wir jetzt freigeschalten haben, die erste. So, versuchen wir da mal ein bisschen Geschwindigkeit aufzunehmen. Bleiben bestimmt gleich da stecken. So, schauen wir noch mal auf der Karte. Wenn wir einfach da geradeaus fahren, vielleicht den Weg folgen, sollten wir zu der nächsten Verdeckung kommen. So, das Fahrzeug haben wir gestern, haben wir das gefunden hier. Zum Glück können wir den gleich umbauen, damit wir da ein ordentliches Geländefahrzeug haben. Jawohl, und ab geht's durch den Schlamm. Da hinten ist die blöde Verdeckung. Oh, jetzt liegt da noch so ein Drecksbaumstamm. Okay, wir schalten da mal in den Geländegang, in die Untersetzung. Und versuchen da durchs Wasser. Allrad noch einschalten. So, jetzt komm. Ich hoffe, das ist nicht so tief.
sieht aber tief aus. Wir hätten den anderen Weg nehmen sollen da hinten. Aber ich denke, wir kommen da durch. Bis jetzt ist der Wasserstand noch akzeptabel hier. Wenn das so bleibt, haben wir es gleich geschafft. Oh, jetzt kippen wir gleich um. Doch nicht. Heute sind gar keine Frösche zu hören hier. Fahre näher heran, um die Verdeckung zu entfernen. Das ist das Ziel, habe ich ja gesagt. Boah. Jawohl. Haben wir das nächste. Und da steht noch ein Fahrzeug. Haben wir noch eins gefunden? Also gefunden haben wir es noch nicht. Wir versuchen es jetzt zu finden. Das muss hier lang sein. AK-700, das ist da dieser komische riesenrussische Traktor. Also da lang, oder? Jetzt sollte er links von uns sein. Oh, da steht er ja. Na, das ist ja mal was. Wie viele Fahrzeuge gibt es da bei der Karte hier? Flussüberquerung spielen wir eigentlich. Ich hoffe, der ist nicht so kaputt, weil reparieren können wir nicht viel, aber tanken können wir. K700 freigeschalten. So, Motor abstellen, Fahrzeug wechseln, auftanken, das ist gut. So, jetzt nochmal das Fahrzeug wechseln. Können wir es jetzt schon tanken? Jawohl. Cool. Versuchen wir es nochmal zu wechseln. Jetzt können wir ihn starten. Wow. Oh. Könnten wir es eigentlich so machen, damit wir mit beiden Fahrzeugen weiterfahren? Boah, der geht ja tierisch. Wir versuchen den anderen zu drehen. Wenn ich den jetzt umdrehe, kann ich sie aneinander kuppeln, dann kann ich die beide gerade mitnehmen. Oh. Dann können wir uns selber aus dem Dreck ziehen. So, wie viele Fahrzeuge haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ein Anhänger irgendwo.
Okay. Kann ich da hinten keine Winde ran machen? Wie es aussieht, kann ich da keine Winde ran machen. Nur vorne. Okay, Planänderung. Nehmen wir den LKW und fahren mit denen da vorne ran. Handbremse lösen. Stopp. 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 So. Jetzt. Genau. Jetzt sollte es gehen. Jetzt ist die Frage, wo fahren wir jetzt hin? Wir müssen eigentlich... wir könnten da den See entlang fahren oder wir fahren da links rum auf die Straße zurück, genau. Dann ziehen wir den bis zur nächsten Werkstatt. Sieht auf jeden Fall fett aus. Ziehen wir den K700 einfach hinterher. So, jetzt müssen wir, glaube ich, nach links. Sieht da irgendwie winzig aus. Unser Lastwagen jetzt. Oh. So war das nicht gedacht. Aber wir fahren jetzt zur Werkstatt. Genau, wenn wir da weiterfahren, dann sind wir nämlich gleich mal bei der Werkstatt. Hat sich doch die Aufdeckung da gelohnt, wieder so ein geiles Teil da noch finden. Oh, ich habe ihn schon ein bisschen kaputt gemacht. Beim Zurücksetzen habe ich ihn die Front zerdrückt. Ich wollte eigentlich bloß bremsen. Oh, ist noch ein Stück. So kann der nicht hinter mir fahren, oder warum geht denn das da nicht? So, ich glaube, es wird schon wieder dunkel hier. Und bei der Werkstatt steht eigentlich noch unser anderes Gerät darum. Der LKW ohne Allrad. Ja, fahren wir mal zur Werkstatt und reparieren unsere Fahrzeuge. So, wo ist denn da die Werkstatt jetzt? In der Kurve muss sie irgendwo sein.
Ich sehe die Werkstatt eigentlich nicht. So, jetzt kommt schon. Muss doch da mal irgendwo das Teil sein. Nicht, damit ich da wieder vorbeifahre. Oh, da hinten ist sie, oder? Werkstatt, jawohl. Super. Und ab zur Werkstatt. So lenken der nicht rum, der K700. Aha, und der LKW, was hier steht, den müssen wir eigentlich eh noch tanken. Und wir haben Glück, damit wir einen Tankwagen haben. Oh, jetzt fahre ich da schon wieder ran. So. Repariert. Was können wir denn da an dem Teil noch Schönes anbauen? Gleich mal schauen. Eigentlich nicht viel. Ein Kabinenschutz. Ein Greifer. Okay. Und ein... Oder kein Trailer. Vielleicht muss ich erst da ein Stück rauffahren, damit ich den anmachen kann. Nicht verfügbar. Mhm. Verstehe ich nicht. Jetzt haben wir da so einen komischen Trailer hinten dran. Oder? Wir machen da den Greifer ran. Was macht denn der Greifer nachher? Greifen. Aha, da können wir das wahrscheinlich nachher. Genau. Die Dinger aus dem Dreck ziehen. Das ist cool. Das lassen wir so. Und beim nächsten Mal decken wir die vernähte Verdeckung auf. Die. Boah, da sind ja noch vier. Ja, das wird ja lustig. Also, danke fürs Zuschauen. Hier bei Spin Tires und bis zum nächsten Mal.